Willkommen zu einem weiteren Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. In diesem Abschnitt wirft mir wirklich nur einen ganz kurzen, schnellen Blick auf schnelle Multiplizierer auf dem FPGA. Was moderne FPGAs auszeichnet im Vergleich zu jetzt sagen wir deutlich älteren, ist, dass es hardware-optimierte Cores auf dem FPGA gibt. Ein Beispiel dafür ist von Xilinx die DSP48 Slice, also so ein Kachel auf dem FPGA. Das ist ein 25x18-Bit-Multiplizierer, Addierer, Rechenwerk und Register. Der hat sogar so eine einfache Opcode-Programmierung, das heißt, man kann schon durch Programmierung voreinstellen, was der eigentlich machen soll. Und dadurch, dass das Layout optimiert ist, das heißt, da gibt es keine Switch-Matrix, das ist alles ganz kompakt auf dem Chip gemacht, kann man diesen Multiplizierer, dieses Rechenwerk mit einer Taktfrequenz von FM-Clock von bis zu mehreren 100 MHz takten. Das heißt, da kann man wahnsinnig viele Multiplikationen pro Sekunde mit durchführen. Und diese MAC-Cores, MAC wie Multiply Accumulate, diese MAC-Cores, die werden normalerweise neben Block-RAMs abgelegt und in diesen Block-RAMs stehen dann Koeffizienten und Daten, die von diesem Rechenwerk dann genumber-crunched oder wie man das nennen soll werden. Davon gibt es nicht nur einen, sondern mehrere bis viele auf dem FPGA, bei den kleinen vielleicht 8 und es geht bis zu 1000 von diesen Instanzen auf einem FPGA, damit man, wie halt das meiste auf dem FPGA, diese Rechnung auch parallel durchführen kann. Beispielsweise für FFTs, das ist eh klar, das ist ja ein sehr paralleler Algorithmus, aber wir werden sehen, dass das auch für FIR- und IIR-Filter sehr praktisch ist. Es gibt nur ein Problem, wenn Sie bei der Audiosignalverarbeitung sind und Sie haben einen FIR-Filter mit einer Samplerate von zum Beispiel 48 kHz, dann können wir diese Rechengeschwindigkeit des MACs bei weitem ja nicht ausnutzen. Das heißt, der macht eine Multiplikation und dann wartet er und wartet er und wartet er, bis mal wieder die nächste Aufgabe kommt. Das ist natürlich nicht besonders effizient. Die Lösung ist, diese MACs in einem Time-Shared-Modus zu benutzen. Das heißt, in einem Taktzyklus von FS, und das ist diese niedrige Taktfrequenz von 48 kHz, kann man beispielsweise L-Multiplikationen durchführen für FIR-Filter oder für eine FFT. Die maximale Anzahl dieser Operationen pro Multiplizierer kann man sich ganz einfach ausrechnen. Man braucht halt die maximale Clock-Frequenz. Nehmen wir jetzt der Einfachheit halber mal 480 MHz und teilt das durch die Abtastrate, 48 kHz, und dann käme man theoretisch auf 10.000 Operationen, die dieser Multiplizierer innerhalb einer Taktperiode durchführen kann. Das würde jetzt in der Praxis nicht funktionieren, weil dafür bräuchte man jetzt arg viele Daten und Koeffizienten, die man da zur Verfügung stellen müsste. Aber so ein Faktor von 1000 ist da schon durchaus möglich. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Das ist unser typisches, klassisches FIR-Filter, noch ganz normal angeordnet. Das wird getaktet mit FS und das ist unsere Verzögerungskette, unsere Register, die unser Eingangssignal weiterlaufen lassen. Hier am Eingang liegt x von n und wenn das hier n gleich 7 Verzögerungselemente sind, dann ist hier am letzten x von n minus n. Das sind unsere Koeffizienten, h0 bis hn, in diesem Fall jetzt h7. Und das ist jetzt nichts Neues, das kennen wir schon. Und hier brauchen wir L, n plus 1 gleich 8 Multiplizierer, um in jedem Zyklus dieses Ausgangssignal zu berechnen. Schauen wir uns mal genau an, was hier passiert. Wir nehmen den Wert xn, multiplizieren mit h0, multiplizieren und addieren das auf. Dann nehmen wir den Wert x von n minus 1, multiplizieren das mit h1 und addieren das auf. Und all diese Operationen passieren gleichzeitig in jedem Taktzyklus. Wie würden wir das jetzt mit so einem MAC-FIR-Block machen? Das sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, aber was zumindest, wenn ich Ihnen das jetzt zeige, sofort auffällt, ist, es gibt einen einzigen Multiplizierer,
Und es gibt einen einzigen Addierer in diesem ganzen Block. Und hier ist jetzt rot reingeschrieben L mal Fs. Das heißt, alles das, was in diesem Block ist, läuft auf der L-fachen Taktfrequenz. Weitere wichtige Komponenten sind so ein Schieberegister, eins für die Daten und eins für die Koeffizienten. Dieses Schieberegister für die Koeffizienten hat jetzt keinen Eingang. Das heißt, das wird beim Programmieren des FPGAs, werden diese Koeffizienten hier reingeladen. Es gibt auch Möglichkeiten, die im laufenden Betrieb zu variieren für so adaptive Filter, aber das interessiert uns jetzt hier nicht. Wir sagen einfach mal, die Filter sind hier konstant und fest drin. Diese Schieberegister werden jetzt getaktet mit L mal Fs, alle beide. Und hinten der Akkumulator, der ein Teilprodukt nimmt und das aufsummiert, auch der wird mit L mal Fs getaktet. Am Anfang von so einem Zyklus, also immer mit jedem Clock von Fs, wird der Akkumulator resettiert. Und dann wird ein neuer Wert Xn übernommen und jetzt hier vielleicht in diese Zelle reingeschrieben. Und danach wird das hier einfach im Kreis einmal bei beiden durchgenudelt. Das ist ein bisschen vereinfacht hier, diese Darstellung. Hier müsste natürlich jetzt noch eine entsprechende Logik implementiert werden, die jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt diesen Wert x von n übernimmt und den zu den anderen dazu schreibt. Aber dann kann man sich vielleicht vorstellen, was da passiert, nämlich dass sie ganz schnell nacheinander jetzt diese beiden miteinander multiplizieren, in den Akkumulator reinschieben. Klack, dann kommt die nächste Taktflanke, dann nehmen sie den und den, multiplizieren die miteinander und summieren das auf. Das heißt, das, was sie hier machen, entspricht genau dieser Operation. Aber sie haben jetzt genau einen Multiplizierer nur noch. Das ist jetzt ihr MAC-Block. Und der läuft mit der Taktfrequenz L mal Fs. Das kann er ja ganz locker machen. Bei 48 kHz in unserem Beispiel, da ist noch viel Luft nach oben, dass ihr Multiplizierer das deutlich schneller machen kann. Das heißt, das ist jetzt einfach eine sehr effiziente Methode, bestimmte Operationen, nicht alle Operationen, aber bestimmte Operationen durchzuführen. Was sich sehr anbietet, sind Wirrfilter. Diese Struktur mit Multiplikation und Addition lässt sich sehr, sehr gut hier drauf implementieren. Das ist auch einer der Gründe, weshalb heutzutage Wirrfilter in den meisten Gebieten den IIR-Filtern komplett den Rang abgelaufen haben. Auf so einem FPGA können Sie, sagen wir, für Audioraten mit 48 kHz oder auch locker noch mit 192 kHz, können Sie einen Wirrfilter mit 1024 Taps ohne Probleme aufbauen. Und das mit einem Multiplizierer. Da kann man sich leicht vorstellen, das ist kaum zu schlagen mit einem IIR-Filter, wo diese einfache Struktur leider nicht möglich ist. Und diese Filter heißen MAC, Wirrfilter. So gibt es die beispielsweise in der Xilinx Core Library. Und klar, bei den anderen FPGA-Herstellern genauso. Außerhalb von unserem Block, der mit L mal Fs läuft, haben wir hier noch ein Register, der zum Schluss, wenn die Rechnung zu Ende ist, dann den letzten Wert von dem Akkumulator übernimmt, bevor der wieder gelöscht wird. Und auch hier ist natürlich noch eine gewisse Timing-Steuerung notwendig, genau wie hier am Eingang. Diese MAC-Wirrfilter kann man noch weiter optimieren, weitere Optionen nutzen, weitere Einsatzgebiete. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ein Multi-Channel-Filter. Stellen Sie sich ein 5.1-System vor, wo alle Kanäle, sagen wir, durch einen Brummfilter geschickt werden sollen. Und dann kann man M-Bitströme mit dem gleichen Filter im Timesharing-Modus da durchschicken. Zwei etwas exotischere Anwendungen, die wir uns vielleicht später noch angucken, sind Dezimations- und Interpolationsfilter. Bei Dezimation geht es darum, dass man die Abtastrate reduziert. Und man kann sich leicht vorstellen, dass so ein Filter, was intern mit einem deutlich schnelleren Clock läuft, für solche Anwendungen sehr gut geeignet ist. Und im Interpolationsfilter geht es darum, eine Datensequenz auf eine höhere Taktrate zu interpolieren. Und auch das ist natürlich mit so einem Filter sehr gut möglich. Das war ein ganz kurzer, aber wichtiger Einschub, wichtig für das Praktikum, in dem wir diese MAC-Wirrfilter sehr ausführlich verwenden werden.
Und da ist es wichtig, sich nochmal klar zu machen, wie die Taktrate intern mit der Taktrate extern und der Filterlänge zusammenhängt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.